Sublevel 4. Okay. Dann kommt mal wieder zu mir. Was haben wir hier? Wir haben nicht viel auf den ersten Blick. Einen riesen Käfer haben wir. Ach du. Mit ganz vielen kleinen. Ein Mutterkäfer. Wow, nein. Das lässt du. Du. Böser Käfer. Böse. Greift ihn an. Greift ihn an. Boah. Oh, und wie die gleich kommen und... Ui, cool, Haribo. Haribo. Hey, der Käfer hat noch Leben. Der hat noch Leben. Okay. Haribo! Und glatte Hundenland. Haribo, Takada. Drohnenfutter. Das sind diese Erdbeeren. Dieses fluffige Zeug. Ja, ganz viel alte Hüden drin, damit es auch schmeckt. So. Na, treffen wir noch einen? Ja. Oh, es geht ja hier wie am Fließband mit den Dingern. Wie viele. Na, und jetzt einmal draufwerfen. Super. Ah, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob wir kurz mal 7777 haben. Ich glaube nicht. Ich glaube es ja nicht. So. Hier hinten? Bauklötze! Bei Bauklötze. Soll man denn hier Bauklötze stauen? Ich weiß es nicht. Sagt es mir. Einen habe ich verloren. Hey, nur einen. Bei so einem großen Vieh ist es in Ordnung. Durchaus akzeptabel. Ich werde besser. Oh, von wegen besser. Ich bin gut. So rum. So wird ein Schuh raus. Pikmin-Meister. Naja, so ein bisschen. Dass hier in den Ecken nichts ist, verstehe ich nicht. Da war doch immer was. Auch da. Angriff. Hier hinten. Zack. Den nehmen wir noch mit. Und hier ist irgendwo... Nee, der Schatz, den hatte ich ja schon gefunden. Okay, noch eine Praline. Wieder 15. Oder gibt es diesmal mehr? Ist die mehr wert? 60, boah. Okay, ist das ein Trüffel? Weiße Köstlichkeit. Ein Sahnetrüffel. Ich mag Sahnetrüffel. Gibt's immer lecker zu Weihnachten. Es ist ja bald Weihnachten. Weiß ich nicht. Je nachdem, wann ich dieses Video hochstelle, war Weihnachten vielleicht schon. Oder es ist es bald. Naja. Nee, ich denke eher, dass dieses Video noch vor Weihnachten hochkommt. Ja, ich denke schon. Ansonsten, fröhliche Weihnachten. Jetzt ist es zumindest noch der 26.10. So, Moment, wir haben ja einen Schatz noch nicht. Oh, das da hinten. Eine Kaffeetasse. Ich habe nicht gedacht, dass man die mitnehmen kann. Ach, die Lilan sind so langsam. Die Weißen sind so schnell. Helft denen mal. Die können das nicht. Ja, das hat schon was gebracht. Wo werden die hin? Ah, hier rüber. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt viel Sinn. Okay, das scheint schon wieder gewesen zu sein. Und wieder ein kurzes Sublevel. Die Gondel. Mit der man auch fliehen kann, aber dann hinterlässt man alle Schätze. Alles zurücklassen. Nee. Das habe ich nicht vor. Ganz und gar nicht. Und hier umschauen. Ist in diesen Ecken nicht immer mal was runtergefallen? Oder war da mal ab und an ein Ei? Hier anscheinend nicht. Kaffeebecher. Trink keinen Kaffee. Trink Tee. Tee ist viel besser als Kaffee. Und über 80.000. Beleber. Ja, ich denke, der ist eher für Kaffee gedacht, wenn es Beleber heißt. Man gewöhnt sich viel zu schnell an Kaffee und dann bringt der Koffein einem gar nichts mehr. Das denkt man dann nur noch. Okay, und weiter nach unten. In die Tiefen des Baus. Küche, Küche, was kann das für ein Endboss sein? Was findet man vorzugsweise in der Küche?
Naja gut, wenn sie nicht so toll aufgeräumt ist, eine Fliege. Ich will keine Fliege bekämpfen. Was gibt's noch in der Küche? Okay, wenn es ganz schlimm ist, Maden. Ansonsten eine normale Küche. Was soll es da geben? Ich weiß es nicht. Na. Hier, die Gegner sind total toll, wenn man genug Lila hat. Dass sie so einfach sind. Einer gut gezielt und alles war vorbei für die Gegner. Nicht für uns. Okay, bring ich mal alles zurück. Ja, die bringen nur zwei, das ist ja lächerlich wenig. Hier ist irgendein Erdhügel. Wow, nee, och nee. Hallo? Nee, ich mag dich nicht. Geh sterben. Stirb. Ich mag dich nicht. Nein, du siehst dumm aus. Nein. Ich muss mal andere nehmen. Warum werfe ich gelbe? Warum werfe ich schon wieder gelbe? Ich habe auf lila umgestellt. Oh, war das knapp. Boah, hätte er noch was geworfen. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Das ist aber auch ein beschissener Gegner, muss ich sagen. Das ist schrecklich. Hier kann ich lila neu erzeugen. Okay. Dann, wir kennen ja die Prozedur. Rot zu lila. Rein da. Bin die Blume. Die Lilan können wir ja echt gut gebrauchen. Die sind einfach total stark. Ja, nee, ist klar. Genau, verschwind mal wieder. Okay, den muss ich unbedingt besiegen. Ansonsten verpasse ich das irgendwann und dann regt er mich total auf. Komm, mach mal dein tolles Scheintrickchen. So und wieder. Genau. So ist das toll. Kann ich dich betäuben? Ja, ich kann dich betäuben. Okay, das könnte klappen. Ja, es hat geklappt. Boah, ich habe aber auch genau so viele Lila, wie ich brauche. Also weniger wäre dann... Hätte es nicht mehr gereicht. Na gut, den habe ich endlich mal gut besiegt. Ja. Jetzt bräuchte ich mal wieder Nektar. Komisch, wenn man es nicht braucht, dann findet man Omas. Ah, diese... Käfer selbst im Tode macht er mir noch zu schaffen. So. Hier Nektar. Fällt hier ein bisschen was runter? Oh ja, Nektar. Nektar ist toll. Jetzt brauche ich ihn endlich mal wieder. Gerade die Lilan sollten dann von sehr profitieren, wenn ich es schaffe, die alle reinzubewegen. So, so schön, schön am Rand und alle rein. Oh, wie viele. Och, wie viele. Schaut euch das an. Fast alle. Zwei haben es nicht geschafft. Okay, Klötzchen, Klötzchen, ganz viele Klötzchen. Boah, Bob der Baumeister wollte sich hier wohlfühlen. Nein, das ist nicht meine Generation. Das kam weit nach mir. So. Oh. Wow, wow, wow. Ekelhaftes Sandvieh. Ganz ekelhaft. Ich hab grad... Na gut, ich hab an sich schon genug Lilane dabei. Denke ich mir. Nur wenn ich sie nicht werfe, ist das natürlich total toll. Nein, die Roten, die machen es. Die sind toll, ja. Genau. Oh, habe ich jedes Mal Angst. Ah. Okay, ich hoffe, das war jetzt hier der letzte. Noch ein reicht mein Nervenkostüm wohl nicht aus. Na gut. Die vierte Seite, da wo noch einer sein könnte, da ist ja unser Schiff eigentlich. Also, könnten wir Glück haben. Ach, was ist das denn? Okay, ganz viel Nektar. Das ist toll. Das finde ich gut. So, dann, was ist das denn? Ein Reh, nein, eine Antenne. Okay, wow, unsere Pinguine werden mit Nektar bombardiert. Jetzt wird es uns aber ganz schön hinterhergeworfen. Könnte das heißen, dass danach der Endboss kommt? Wäre das möglich? Durchaus, durchaus. Hier ist nichts. Da ist noch ein lilaner Pikmin. Komm, komm mit. Sehr schön.
So, hier hinten war nichts mehr, glaube ich. Ah, hier war ich aber. Vielleicht kommt der hier noch. Bitteres Gelee? Nö, aber Nektar. Ah, ich habe jetzt so viel davon bekommen. Jetzt reicht's auch wieder. Antenne 150, sehr schön, sehr schön. Schmollende Antenne. Ach, sie schmollt, sie ist ganz schmollend. Ja, hat die Antenne nicht das bekommen, was sie wollte? Nicht den Sender. Was soll das sein? Mini-Frisbee oder was? Ich glaube, das ist irgendeine kleine magische Bühne. Lipgloss-Dose oder sowas in der Art. Eine japanische. Döschen auf jeden Fall. Irgendwas für Mädchen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.